war jetzt ganz versunken in diese wundervolle Halloween-Musik, denn seit dem Vollmond in Widder letzten Mittwoch können wir ja schon ein bisschen den Halloween-Spirit atmen. Ja, ihr Lieben da draußen, ihr seht, ich bin leider wieder nicht live, auch mein Gatte kann heute nicht bei euch sein, denn gerade während dieses Video läuft, sind wir wahrscheinlich noch auf der Autobahn. Wir waren dieses Wochenende auf einem Zukunftskongress in Erlangen und durften dort über das Thema Zukunft aus der Sicht der Kartenberatung referieren, was wir natürlich sehr spannend finden, wenn wir von der Universität Erlangen dazu eingeladen werden. Daher heute mal wieder aus der Retorte. Aber ich gebe mir natürlich große Mühe, euch trotzdem zu entertainen. Und ihr versteht euch ja alle blendend da draußen. Also schnackt miteinander und dann werdet ihr mich gar nicht vermissen. Ich stelle gerade fest, dass der Ton vielleicht bisher nicht so gut war, denn ich habe vergessen, mein Mikrofon vor mir aufzubauen. Ich hoffe, jetzt könnt ihr das alle sehr gut hören. Von der Technik her wird mir gesagt, das ist okay. Ja, was passiert in der kommenden Woche, die jetzt am Montag, dem 25. Oktober startet und genau bis zum Ende des Oktobers geht, bis zum 31. Oktober, das ist dann der Sonntag und der ist natürlich der legendäre Halloween-Tag, bei dem die Schleier der Anderswelt geöffnet sind. Nun ist es ja so, dass man früher, als man diese Bräuche eingeführt hat, nicht auf den Kalender geschaut hat, denn es gab noch keinen Kalender, so wie wir ihn kennen. Und man hat das gerne auch mit den Monden berechnet. Es gibt da unterschiedliche Interpretationen. Manche sagen, der Neumond, der nahe dieser Zeit ist. Oder aber auch der Vollmond, der nahe dieser Zeit ist. Ich tendiere zum Vollmond, denn der schließt den Sommer schön ab. Schaut euch dazu auch nochmal den Mondimpuls an, den ich am Mittwoch hochgeladen habe zum Thema Widder. Und ansonsten, das ist jetzt ja nicht wirklich astrologisch, aber gestern Samstag, ganz morgens in der Früh um 6.51 Uhr, ist die Sonne in den Skorpion gereist. Von daher sind wir jetzt in der Skorpionzeit und auch das spricht dafür, dass wir jetzt Halloween schon vorziehen können, Samhain, und gerade in dieser Woche bewusst mit den Schleiern arbeiten können, die sich immer mehr lüften oder für uns immer sichtbarer werden in dieser Zeit und gut Kontakt aufnehmen können mit dem, ja, mit dem Jenseits, wenn wir das so sagen wollen. Ansonsten passiert astrologisch diese Woche nicht wirklich viel, außer dass auch Mars am 30., also kommenden Samstag, in den Skorpion reisen wird und so sich das Gewicht von der Waage-Energie, die ja sehr intensiv war in den letzten Wochen, immer mehr in die kraftvolle Skorpion-Energie reißt, die ja sehr intensiv ist. Wir haben in der kommenden Woche auch ein mantisches Lagerfeuer angesetzt. Am Dienstagabend werden wir euch eine Legung zu Halloween vorstellen, Roe und ich. Am Montag, wenn es euch interessiert, bin ich mit Larissa, ein Mitglied des Tarot e.V., auf dem Kanal des Tarotverbandes unterwegs. Und da werden wir über Tarot und Tod sprechen. Ein heikles Thema, das aber sehr gut zu der Zeitqualität passt. Und am Donnerstag, das ist vielleicht für euch auch wichtig vorzumerken, werde ich mit Christopher einen Workshop machen zum Thema Halloween und der findet um 21 Uhr erst statt. Also ich bin mir sicher, Christopher wird da auch noch einiges zu auf seinen Kanälen schreiben, aber vielleicht merkt ihr euch diese Termine mal vor. Und nun, seht ihr schon, habe ich bereits den Spirit Guide für die kommende Woche hingelegt. Da das letztes Mal so gut geklappt hat mit den numerologischen Karten, Numerologie ganz einfach, habe ich heute wieder ein Deck aus dieser Serie genommen, die jetzt nicht mehr produziert wird. Und zwar aus Astrologie ganz einfach von Hannah Rick.
Und ich habe üblich schon mal die Karte gezogen. Ich weiß noch gar nicht, welche Karte es ist, so richtig. Und ich drehe sie jetzt mal um. Ich bin ganz gespannt. Es geht natürlich jetzt um Astrologie bei diesem Deck. Ja, und wie ihr seht, Volltreffer. Ich habe den Skorpion gezogen und das bestätigt mich einmal mehr darin, dass wir jetzt voll in der Halloween-Energie angekommen sind. Ja, was steht auf der Karte? Ich lerne meine dunklen Seiten kennen und akzeptiere sie in Liebe und das Stichwort Intensität. Ja, wir sind jetzt aufgerufen, uns mit unseren Schatten auseinanderzusetzen. Die Sonne im Skorpion, die bringt unsere Schatten ins Licht. Und natürlich, wenn Mars dann in den Skorpion reist, am 30., gerade wenn Halloween dann wirklich voll aktiv ist, dann können wir vielleicht auch aktive Schattenarbeit leisten. Also, diese Karte schlägt vor, doch ein bisschen introvertierter in der kommenden Woche zu sein. Wie gesagt, astrologisch ist auch nicht so wahnsinnig viel los. Und ich denke, dass wir alle gut daran tun, jetzt nochmal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen und uns zu überlegen, was wir alles abschließen wollen, bevor wir dann in den Winter gehen. Und was wir neu ins Programm nehmen wollen. Und damit habe ich, glaube ich, alles zu diesem Spirit Guide gesagt. Kurz und prägnant, wie das die Skorpione lieben. Und jetzt geht es wieder daran, dass wir durch die einzelnen Zeichen reisen und jedes Zeichen eine kleine Botschaft bekommt für die kommende Woche. Ich habe mich entschieden, wo wir in dieser Spooky-Zeit sind, doch heute mal das Witches-Tarot zu nehmen. Es stammt von, oh, das ist etwas schwierig euch zu zeigen, ich sage es einfach, von Alan Cannon Reid und Martin Cannon. Ich kenne dieses Deck überhaupt nicht. Es ist erschienen auch bei Luellen. Ich werde natürlich alles wieder in den Shownotes verlinken und die Rückseite ist schon einmal sehr vielversprechend und passt hervorragend zu der Skorpionszeit. Ja, mal sehen, wie ich mit diesem Deck klarkomme. Ich habe es mir noch überhaupt gar nicht angesehen. Und ich lege jetzt einfach mal los. Und schon fallen mir die Karten nach unten. Die sind nämlich ganz schön glitschig, muss ich sagen. Und ich beginne, wie ich das immer tue, mit dem Widder. Dafür muss ich etwas vorbereiten. Ja, lieber Widder, für dich immer interessant, wenn Mars das Zeichen wechselt. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, denn Mars war jetzt ja ganz lange in deinem Gegenzeichen, hat da auch dich bestimmt vor Herausforderungen gestellt, was Entscheidungen betrifft, was Vorankommen betrifft, was Durchhalten betrifft. Und nun reist er in den Skorpion am Samstag und das ist für dich sicher ein interessanter Energiewechsel. Der Skorpion ist ein Krieger wie du, aber er kämpft auf eine ganz andere Art, nämlich mehr im Hintergrund. Du bist ja immer sehr klar sichtbar, wenn du kämpfst. Und vielleicht möchte er dich dir beibringen, dass du nicht immer alles sofort umsetzen musst, dass du auch nachdenken solltest, bevor du handelst. Das sind Gedanken, die mir dabei kommen. Aber wichtiger ist natürlich noch die Tarotkarte, die ich jetzt für dich ziehe. Und da habe ich eine sehr solide Winterkarte für dich gezogen, nämlich den König der Münzen. Wie du siehst, er sitzt hier vor einer Winterlandschaft und hat einen Stern so auf der Höhe, ja, fast seines Solarplexus. Und der König der Münzen steht ja traditionell dafür, dass wir aufgerufen sind, Bestandsaufnahme zu halten, vor allem was unsere materiellen Ressourcen betrifft. Das ist natürlich jetzt eine ideale Woche, um das zu tun. Hast du auch alles Toilettenpapier zu Hause? Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, stelle ich doch fest, dass das ein oder andere Produkt gerade fehlt. Also schau mal, was du noch brauchst, um gut durch den Winter zu kommen. Und dann überlege dir, was der nächste Entwicklungsschritt ist. Denn der König der Münzen
Der hat alles erreicht, was er erreichen kann. Er geht jetzt durch die Winterzeit und im Frühjahr ist er dann dazu aufgerufen, in deiner Zeit, in der Widderzeit im Frühjahr, etwas Neues ins Leben zu bringen. Also für dich kein Winterschlaf, sondern ganz klar eine Inventur und danach überlegen, was fange ich mit dem Inventar an, das ich habe? Was ist der nächste Schritt? Beruflich möchte ich mich vielleicht verändern, möchte ich meine Beziehung verbindlicher gestalten oder da etwas vertiefen. Das sind die Dinge, die jetzt gerade wichtig für dich sind und prinzipiell eine wirklich gute Erfolgskarte. Es sieht so aus, als könntest du in der kommenden Woche, die ja noch hauptsächlich in der Waage für dich stattfindet, also Mars in der Waage, noch einige positive Abschlüsse bei diversen Themen finden. Sieht gut für dich aus und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in der kommenden Woche, lieber Widder. Das ist meine Nachricht für dich. Der Stier ist an der Reihe und ich ziehe jetzt hier einfach aus dem bunten Haufen heraus. Was blendet denn da so? Auch interessant. Und ziehe für dich, lieber Stier, die Neun der Stäbe. Ich habe jetzt gar nichts Astrologisches gesagt. Deine Herrscherin Venus ist weiterhin im Schützen, also ziemlich draufgängerisch und lebensfroh unterwegs. Und gleichzeitig haben wir hier eine Karte, Neun der Stäbe, die ich schön finde. Also mal eine andere Darstellung, als wir sie aus dem Waite-Smith-Deck kennen. Wir haben hier eine eremitische Qualität, das passt sehr gut dazu, dass die 9 ja dem Eremiten zugeordnet ist und eine Karte der Abgrenzung. Wir sehen jemanden, der sich verteidigt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Es erscheint so, als sei ein Loch in der Mauer, durch das Stäbe dringen und der Mensch aber selbst auch sich gegen diese Stäbe widersetzt oder in Angriffsposition geht. Ich würde sagen, das ist hier eine Karte, die sagt, du hast eine gute Möglichkeit, in der kommenden Woche mit der Anderswelt zu arbeiten, Nachrichten aus der Anderswelt zu erhalten und ja, damit etwas anzufangen. Dazu fällt mir ein, dass ich am 7. November einen kleinen Workshop zu Nachrichten aus der Anderswelt hier in Hamburg mache. So also solche Dinge wären für dich jetzt gerade ideal. Kontakt mit deinen Ahnen, Kontakt mit Kräften aus der anderen Welt, um besser durch deinen Alltag zu kommen. Das sehe ich hier drin. Und vor allem auch Abgeschiedenheit, Zurückgezogenheit und dich abgrenzen gegen die Dinge, die dir vielleicht nicht so gut tun. Es kann ja auch sein, dass hier etwas aus der Anderswelt kommt, was dir nicht unbedingt schaden möchte, aber was du gerade nicht so gebrauchen kannst. Und geh in der kommenden Woche wirklich gut geerdet, gut abgegrenzt durch dein Leben. Schau, dass du nicht angreifbar bist, nicht nur körperlich, sondern auch auf der feinstofflichen Ebene. Dann machst du genau das Richtige für dich. Auch das, wie beim Widder, ist eine Abschlusskarte. So bring die Dinge zu Ende, die jetzt wichtig sind. Und wenn du nicht weißt, wie, dann geh in Kontakt mit deinem höheren Selbst, mit dem, was du auf der anderen Seite des Lebens findest. Und dort wirst du dann wichtige Informationen zu diesen Themen für dich erhalten. Und das, mein lieber Stier, ist meine Nachricht für dich. Nun kommen die Zwillinge an die Reihe. Ja, und für die Zwillinge ziehe ich einfach auch schon mal die Karte. Für dich gerade eher eine Entspannungsphase. Merkur ist weiterhin in der Waage, arbeitet gut zusammen mit dir, arbeitet gut mit Jupiter und Saturn zusammen. Du musst dich im Augenblick nicht stressen und das sagt auch die Karte, die ich für dich gezogen habe. Eine sehr hübsche Prinzessin der Kelche, wie ich finde, die sehr hell daherkommt, sehr ruhig und gelassen daherkommt und ist ein bisschen schwierig zu sehen. Nein, es geht, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich muss mal das Schwarze weglegen, damit man besser den Untergrund sieht.
sorry, dass ich hier so ein bisschen rumwühle. Auf jeden Fall ist die Prinzessin der Kelche eine Entspannungskarte, die dich natürlich auch dazu auffordert, wie ich es schon eingangs gesagt habe, nicht so sehr nach draußen zu gehen, sondern alles, was du tust, erst einmal im Einklang mit dir selbst zu erledigen. Das heißt, bevor du agierst, bevor du irgendwas rauslässt, verbal oder in Aktion, spür noch einmal rein, ob es wirklich notwendig ist. Spür noch einmal rein, in welcher Form du mit anderen kommunizieren solltest. Es sollte jetzt gerade besonders vom Herzen aus kommuniziert werden. Das heißt nicht, dass du den Menschen gegenüber lieb haben musst, aber aus deinem Herzen solltest du sprechen in der kommenden Woche. Dazu fordert die Prinzessin der Kelche auf. Und sie fragt dich auch immer, was ist die Suche, die du gerade hast? Was möchtest du finden und wie willst du das anstellen? Und da bin ich mir sicher, wirst du in der kommenden Woche gerne auch durch die Arbeit mit der Anderswelt einige Informationen erhalten. Eine spannende Karte, wie ich finde, gefällt mir gut. Und es geht weiter für dich ins Gefühl. Intellekt ist nicht so wichtig wie das Gefühl in der kommenden Woche für dich. Das ist meine Nachricht für dich, lieber Zwilling. Damit sind wir beim Krebs angelangt. Ja, und auch der Krebs hat natürlich immer noch nicht wahnsinnig viele Themen, die durch die Astrologie angezeigt werden. Pluto bewegt sich jetzt wieder nach vorne in deinem Gegenzeichen Steinbock. Also alte Themen kommen wieder immer mehr ins Rollen, die noch nicht abgeschlossen sind. Aber prinzipiell, aha, das sieht ja interessant aus, bekommst du von mir eine Stabkarte und zwar die Nummer 6. 6 der Stäbe in einer interessanten Interpretation. Es ist eher frühlingshaft. Ich musste jetzt eigentlich auch eher an die 4 der Stäbe als an die 6 der Stäbe denken. Aber offensichtlich geht es um Vergnügung zwischen Mann und Frau oder wie immer deine persönliche Liebeskonstellation am liebsten ist. Es geht bei der 6 der Stäbe eigentlich immer darum, Erfolg mit anderen zu genießen, eine klare Linie zu haben, wo man hin will. Also der Mann hier auf dem Bild, der weiß, was er will, das würde ich schon mal so sagen. Und die Frau, die guckt dich hier so ein bisschen fragend an, was möchtest du denn, lieber Krebs? Und wenn man den 6 der Stäben folgt, dann verspricht die Karte jedes Mal, dass man das erreicht, was man unbedingt erreichen möchte. Also, was möchtest du jetzt gerade besonders erreichen? Und ich würde sagen, auch hier ist wieder der Verweis darauf, bis zum Frühjahr, denn es ist einfach eine Frühlingskarte. Was möchtest du bis zum Frühjahr erreichen? Mach dir jetzt dazu Gedanken. Ansonsten genieße vielleicht Schäferstündchen mit dem Menschen, der oder die dir gerade besonders viel bedeutet. Und es ist deine Karte, die sagt, du kannst jetzt erfolgreich sein. Stoße Dinge an, die dir wichtig sind jetzt. Ich sagte ja auch gerade, Pluto unterstützt wieder jetzt alte Themen nochmal aufzurollen. Vielleicht musst du auch nochmal in die Vergangenheit reisen, um ein paar Dinge aufzulösen, jedenfalls gedanklich in die Vergangenheit reisen. Sieht nach spannenden, fröhlichen und sinnlichen Zeiten für dich aus, lieber Krebs. Das ist meine Nachricht für dich. Und damit bin ich beim Löwen angelangt. Der Löwe hat astrologisch gesehen, ja, der Wechsel für dich war ja gerade gestern. Da ist die Sonne in den Skorpion gereist. Das hat sicher etwas bei deiner Stimmung bewirkt. Ansonsten ist im Löwen gerade nicht so viel los. Und ich habe eine Karte gezogen, die 7 der Kelche, die mit dem Skorpion in Verbindung steht. Das ist Venus im Skorpion.
Und hier sehen wir mal eine schöne Darstellung der Skorpionenergie, nicht immer nur dunkel und schwer und gruselig, sondern diese Intensität, die der Skorpion auch hat in Liebesdingen, das Gefühl, dass es da draußen jemanden oder etwas gibt, was sich wirklich, wirklich lohnt zu besitzen, dafür zu kämpfen, sich dafür einzusetzen. Die Herzensqualität, die der Löwe auch hat, die wird hier besonders betont. Die Karte fragt dich, was ist dein ganz persönlicher Gral? Was ist das, was du unbedingt in deinem Leben erreichen möchtest, umsetzen möchtest? Und ich interpretiere jetzt mal so diese Hände als Geisterhände aus der Anderswelt, die dir zeigen, was du tun musst, damit du es bekommen kannst, was du so ersehnst. Außerdem denke ich, dass du gut daran tust, in der kommenden Woche etwas Ahnenarbeit zu betreiben. Dinge, die schwierig für dich gerade sind, kannst du vielleicht dadurch auflösen oder entzerren, dass du dir Informationen aus der Anderswelt holst. Das ist eine Idee, die ich zu dieser Karte habe. Und ansonsten sagt die Sieben der Kelche immer, es ist jetzt an der Zeit, dich emotional zu entscheiden. Hör auf, hin und her zu eiern, sondern triff eine Entscheidung. Wenn du viele Optionen hast, ist das natürlich schwierig, aber es ist wichtig, das jetzt zu tun, weil sonst ist die Energie verschwunden und ja, dann kannst du es einfach auch lassen. Das, mein lieber Löwe, ist meine Nachricht für dich und ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen. Nun geht es zur Jungfrau. Und für dich, liebe Jungfrau, ist eigentlich auch alles easy gerade. Merkur direktläufig in der Waage, tut dir sicher nichts, ist eine angenehme Energie. Und ansonsten ist für dich eigentlich nicht wirklich viel los. Und ich habe auch wirklich eine schöne Jungfrau-Karte für dich gezogen, die 9 der Münzen, die ja auch ganz reizend hier ist, eine schwangere Frau, die ja, die steht da ein bisschen verloren rum, finde ich, aber sie steht alleine, sie ist bei sich, sie ist auf sich fokussiert. Ich finde es interessant, dass sie nicht ihren Bauch hält. Also sie ist mehr mit sich als mit dem beschäftigt, was gerade geboren wird. Auch eine 9 hatten wir heute schon, die 9 der Stäbe für den Stier, das zweite Erdzeichen. Also ihr Stier, ihr Erdzeichen seid wirklich dazu aufgefordert, den Sommer hinter euch zu lassen. Das ist ja hier eine Erntekarte und jetzt das Baby, was ihr in euch tragt, aus dem Bauch zu holen oder zu pressen und dann mit diesem Baby in die Wintermonate zu reisen, um dann wieder im Frühjahr nach draußen zu kommen und neue schöne Erlebnisse zu haben. Die 9 der Münzen ist eine sehr fruchtbare Karte. Sie verspricht dir, dass du bei vielen Dingen jetzt am Ziele bist und da auch das genießen darfst. Und gleichzeitig ähnlich wie beim Widder, den ich heute hatte mit dem König der Münzen, sagt diese Karte, okay, was ist dein nächstes Projekt? Was wirst du denn mit dem Baby anfangen, wenn es aus dem Bauch kommt? Und wie möchtest du es nähren, damit es wächst und gedeiht? Eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg in der kommenden Woche damit. Das, meine liebe Jungfrau, ist meine Nachricht für dich. So, und jetzt, bevor ich weitermache, kommt natürlich der berühmte Schluck. Aus der magischen Flasche. Es ist echt ganz angenehm, wenn Roy dabei ist, weil dann kann ich zwischendurch immer was trinken. Ich trinke nämlich wirklich ziemlich viel normalerweise. Aber egal, das muss euch jetzt nicht belasten da draußen. Ich mache einfach weiter.
Für die Waage, ja, stehen die letzten Geburtstagstage diese Woche an und genieße noch ein bisschen die Energie von Mars und Merkur. Ja gut, Merkur macht dir vielleicht jetzt mehr Freude, wo er direktläufig ist, als vorher. Und Mars ist ja sowieso nicht dein Lieblingsplanet, aber er motiviert dich immer, Dinge anzugehen und umzusetzen. Und dazu hast du jetzt einfach noch ein sehr, sehr schönes Zeitfenster bis Samstag, wenn dich dann Mars auch verlässt für ziemlich lange Zeit. Also hol da raus, was du rausholen kannst aus dem Mars. Und das sagt auch die Karte, die ich für dich gezogen habe. Eine sehr schöne 3 der Münzen. Die 3 der Münzen ist ja eine Karte, die den Untertitel Arbeit trägt und sagt mir, dass du in der kommenden Woche auch aufgefordert bist, Projekte zum Ende zu bringen, abzuschließen. Nicht wie Penelope, die ihren Teppich immer wieder auftrennt, weil sie auf Odysseus wartet, vorzugehen, sondern deinen Teppich fertig zu weben. Und dabei kannst du dich auch auf die Hilfe anderer Leute verlassen. Du solltest jetzt auf Projekte setzen, die wirklich aus dem Herzen kommen, wo du das Gefühl hast, da bist du mit Leidenschaft dabei, mit Körper, Geist und Seele aktiv, dann machst du das wirklich Richtige für dich. Und ansonsten ist es eine sehr kreative Karte. Du bist ja auch gerne künstlerisch unterwegs und fang etwas damit an. Mache jetzt in der kommenden Woche schöne Dinge. Bereite dich darauf vor, dass wir in die Weihnachtszeit irgendwann gehen und da kannst du vielleicht was Tolles basteln oder sonst etwas. Also es ist einfach eine produktive, kreative Karte, die genau das sagt, was astrologisch auch dran ist. Jetzt noch schnell die Dinge umsetzen, bevor die Skorpionzeit beginnt. Das, meine liebe Waage, ist das Wichtigste, was du in der kommenden Woche wissen musst und meine Nachricht für dich. Lieber Skorpion, am Samstag beginnt, nein, das stimmt ja gar nicht. Ui, ich habe ja gar nicht das Richtige gesagt zur Waage. Weil, liebe Waage, muss noch mal ganz kurz zurück. Liebe Waage, verzeih, die Sonne ist jetzt ja nicht mehr in der Waage. Immer wenn ich vorproduziere, mache ich da den ein oder anderen Fehler. Aber Mars und Merkur sind noch in deinem Zeichen. Von daher trifft das, was die Karte gesagt hat, natürlich weiterhin zu. Aber um jetzt zurückzugehen zum Skorpion. Lieber Skorpion, um zurückzugehen zu dir. Du bist jetzt in deiner Geburtstagszeit. Seit gestern haben wir die Skorpionzeit und am Samstag kommt dann auch noch Mars dazu, also du kommst jetzt wirklich ins Tun. Die erste Woche, bis Mars sich zu dir gesellt, solltest du vielleicht die Grobplanung für deine Zeit machen, für die Winterzeit, vielleicht auch deinen Geburtstag genießen, wenn du ein Frühjahrskorpion bist. Und ab Mars sollte es dann wirklich zur Sache gehen. Mach die Dinge fertig, die du fertig machen möchtest. Und ja, da habe ich auch eine spannende Karte für dich gezogen. Die 2 der Schwerter in einer interessanten Variante. Die 2 der Schwerter hat mit Brainstormings zu tun und mit in sich gehen, um dann Dinge im Außen zu bewegen. Und hier sehen wir jemanden, der in die Lüfte strebt mit einem roten, feurigen, dynamischen Mantel. Er wird fast so ein bisschen von diesem Mantel getragen. Es ist eine sehr aktive 2 der Schwerter, die dich dazu auffordert, wirklich langsam dich in Angriffsposition zu bringen, um dann loszuschlagen bei den Dingen, die du gerne erreichen möchtest, in deiner Zeit, in der Winterzeit. Gleichzeitig sind wir hier im luftigen Element, also reflektiere über die Dinge, die dir im letzten Jahr passiert sind, was du davon mitnimmst in dein neues Lebensjahr und was du loslassen möchtest. Und die 2 der Schwerter sagt auch immer, ich tue nur die Dinge, die für mich wichtig sind. Ich achte darauf, dass es mir gut geht bei den Entscheidungen, die ich treffe. Ich treffe sie, obwohl ich plane und Dinge für mich gestalte auf der mentalen Ebene. Ich
arbeite ganz stark aus dem Bauch und Herzen heraus. Das ist eine deiner ganz großen Stärken, genau das zu tun. Also folge deinem Bauchgefühl und lasse dich von ihm in die Lüfte bewegen. Auch für dich ist es natürlich eine sehr gute Zeit, um Nachrichten aus der Anderswelt zu empfangen, besonders zu Halloween, wenn dann Mars in dein Zeichen geht. Also eine sehr spannende Darstellung der zwei der Schwerter. Muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken, was damit gemeint ist. Gott sei Dank hat dieses Deck ein ausführliches Deutungsbuch. Da werde ich nachher mal reinschauen. Das, mein lieber Skorpion, ist meine Nachricht für dich. Der Schütze ist nun an der Reihe und, lieber Schütze, der Monat, der deinem Geburtstagsmonat vorausgeht, sollte immer ein Monat sein, wo du auch nochmal langsam anfängst, Resümee zu ziehen. Was ist in deinem letzten Lebensjahr alles Wichtiges geschehen? Was möchtest du weiterführen? Was möchtest du loslassen? Und ansonsten genießt du auch in der kommenden Woche die Energie der lieblichen Frau Venus, die dich dazu ermutigt, in der Selbstliebe und der Liebe neue interessante Erfahrungen zu machen oder vielleicht alte zu wiederholen. Also genieße das einfach nochmal. Und ja, es ist wirklich lustig. Manchmal habe ich so ein bisschen Gänsehautgefühl, wenn ich Karten ziehe. Denn die Herrscherin, die ich für dich gezogen habe, bestätigt genau diese Qualität. Arbeite mit der Energie der Venus in der kommenden Woche. Die Herrscherin ist der Venus zugeordnet. Auch eine sehr schöne Darstellung, wie ich finde, wie sie da sitzt zwischen Sonne und Mond. Auch das ein Hinweis auf Arbeit mit der Anderswelt. Und es geht ganz stark darum, in der kommenden Woche dich nochmal darauf zu besinnen, was du von dir selbst hältst, dein Selbstliebe, dein Selbstwert. Und die Herrscherin geht auch nicht super schützig in Aktion, die bleibt ruhig und gelassen sitzen und lässt die Dinge auf sich zukommen, sorgt dafür, dass die Dinge auf sie zukommen, indem sie sie magisch anzieht. Also du bist gut beraten in der kommenden Woche, auf dich selbst zu schauen, bei dir zu bleiben, das auszustrahlen, was dir wichtig ist und dann mit dem zu arbeiten, was dir entgegenkommt. Außerdem, wie auch bei der Karte für die Waage, die drei der Münzen, die viel mit der Herrscherin zu tun hat, eine Karte, die sagt, was sind die Dinge, die du demnächst gebären möchtest. Auch sie wird oft schwanger dargestellt. Hier bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall, sie pflückt hier Blumen, pflücke noch ein paar Erinnerungen, Blumen aus dem letzten Lebensjahr, aus dem Sommer und dann überlege dir schon mal, was du im nächsten Frühjahr machen möchtest, wenn du dich wieder auf Blumenwiesen setzen kannst. Das ist das Wichtige für dich und meine Nachricht für dich, lieber Schütze. Damit sind wir beim Steinbock angelangt und für dich, lieber Steinbock, gilt weiterhin: Pluto bewegt sich ganz, ganz langsam nach vorne und wird wieder einiges in deinem Zeichen bewegen. Und auch Saturn, dein Herrscher, ist jetzt ja inzwischen wieder einige Zeit direktläufig im Wassermann unterwegs. Und das sollte eigentlich gut für dich sein. Und du bist aufgefordert, mit dem Mond aus deinem irdischen Denken herauszutreten und dich in der kommenden Woche mehr, wie alle anderen Zeichen auch, der spirituellen Welt hinzugeben. Der Mond hat oft für die erdgebundenen Menschen etwas Beängstigendes, aber gerade jetzt hier in deinem Falle würde ich sagen, dass du die Arbeit mit der Anderswelt sehr, sehr ernst nehmen solltest in der kommenden Woche, denn du hast die Gelegenheit, jetzt nicht nur irdisch materiell voranzukommen, sondern auch deine Seelenrüstung zu bereichern. Auch wenn du vielleicht da Berührungsängste hast, wenn es darum geht, in die anderen Welten zu reisen, die Schattenarbeit zu erledigen, die ja auch durch den Skorpion jetzt in der kommenden Woche angeregt wird,
könntest du wertvolle Informationen erhalten, deine Fantasie könnte beflügelt werden, neue Projekte könnten durch Träume auf dich zukommen und überhaupt wirst du Lösungen für deine Probleme, mit denen du dich gerade herumschlägst, eher in der Traumwelt finden, als dadurch, dass du denkst und lösungsorientiert arbeitest. Versuche in der kommenden Woche intuitiv zu sein und mit den Wölfen zu heulen. Und dann tust du dir damit einen großen Gefallen. Das, mein lieber Steinbock, ist meine Nachricht für dich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Damit kommen wir zum Wassermann. Und für dich, lieber Wassermann, müsste eigentlich alles gerade ganz gut laufen. Wie gesagt, Saturn und Jupiter wieder direktläufig in deinem Zeichen, das tut dir gut. Und die Karte, die ich für dich gezogen habe, ist auch eine sehr schöne Karte. 6 der Kelche. Eine Karte, die immer verspricht, dass es jetzt Zeit ist, etwas zu genießen, es dir gut gehen zu lassen. Ich mag bei diesen Kelchkarten hier, das hatten wir auch schon bei der 7 Kelche, ich glaube beim Skorpion. Oder bei der Waage, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, dass wir praktisch befruchtet werden von etwas. Nein, das war beim Löwen, die 6 der Kelche, jetzt fällt die 7 der Kelche, jetzt fällt es mir wieder ein. Also es hat was mit Empfangen zu tun. Du bist ja ein Wesen, das sehr gerne schnell vorangeht, zukunftsorientiert ist und die vielen Visionen, die es hat. Ja, da tust du dich ein bisschen damit schwer, die auf den Boden der Tatsachen immer wieder zu bringen. Und jetzt in der kommenden Woche musst du das auch gar nicht tun, sondern auch hier versuche gerade in der nächsten Woche viel zu meditieren, zu channeln meinetwegen und liebesvolle Botschaften zu empfangen, die du anderen Menschen weitergeben kannst, mit denen du selbst auch arbeiten kannst. Die Karte hat für mich auch etwas von, ich suche mein Team zusammen, mit dem ich durch den Winter gehe, mit dem ich meine Dinge, die mir vom Herzen her wichtig sind, durchsetze und umsetze. Spannende Karte, wie ich finde, und eine sehr liebevolle Energie, die sagt, du bist getragen und gehalten von höheren Mächten. Fürchte dich nicht, auch wenn es jetzt in die dunkle Zeit des Winters geht. Das, mein lieber Wassermann, ist meine Nachricht für dich. Und ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, last but not least kommen nun die Fische dran. Und natürlich bin ich persönlich immer selbst sehr gespannt, was wir da für eine Nachricht erhalten bei den Fischen. Und ja, da astrologisch für uns nichts viel ist, wir sind offensichtlich aufgefordert, nicht immer auf irgendwelche astrologischen Impulse zu warten. Gerade hier mit der Karte, die ich hier gezogen habe, nämlich den Wagen. Merkt ihr, wie es hier gerade ganz hell wird? Die ganze Zeit saß ich hier im Dunkeln, weil es regnerisch war hier in Hamburg. Aber in dem Moment, wo die Fische dran waren, kam die Sonne raus. Ein gutes Zeichen für uns für die kommende Woche. Und der Wagen ist natürlich nicht nur meine persönliche Wesenskarte, sondern auch eine Karte, die den Fischen sehr, sehr gut tut, die ja manchmal etwas lethargisch daherkommen. Aber ich persönlich sage immer, nur die Harten kommen in den Garten. Und das ist die Qualität, die ich mit dem Wagen unter anderem verbinde. Also, wir sind aufgefordert, jetzt Dinge ganz stark anzugehen. Wir sind das Zeichen, das am besten neben dem Skorpion in die Anderswelt reisen kann. Während der Skorpion da gerne auch in die dunkleren Gefilde reist, reisen wir in die höheren Gefilde und holen schöne Nachrichten für andere Menschen, aber auch für uns aus höheren Sphären. Und der Wagen sagt, steigt ein und macht das, geht auf Peterchens Mondfahrt oder sonst etwas. Aber auf jeden Fall sind wir aufgefordert, in der kommenden Woche wirklich Dinge anzustoßen, die uns wichtig sind und uns nicht mehr aufhalten zu lassen von irgendwelchen Überlegungen, von Ängsten, von Zweifeln anderer. Attacke los ist die Devise der kommenden Woche. Und ich glaube, das kann uns allen sehr, sehr gut tun.
Attacke los heißt es ja auch für mich in der kommenden Woche. Ich habe euch Anfang des Videos gesagt, was alles da ansteht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann meine Fische-Ambitionen unterstützt und öfter bei uns auf unseren diversen Kanälen vorbeischaut. Und jetzt, wo ich fertig bin mit den Fischen, geht hier gerade die Sonne wieder weg. Ah, ganz schön gruselig. Was will mir das sagen? Das, meine liebe Fische, ist meine Nachricht für euch. Damit bin ich bei der Quintessenz angelangt für die kommende Woche. Ich lege hier mal den Stern hin, so als Symbol dafür, dass jetzt die Quintessenz dran ist. Muss ich ja gar nicht mischen, was mache ich denn da? Und ich zähle mal zusammen. Wir hatten den König der Münzen, das sind 0 Punkte. Jetzt haben wir die 9, die Prinzessin zählt auch nichts. Dann haben wir die 6, macht 15 und die 7 macht 22 und die 9 macht 31. Die 3 macht 34, die 2 macht 36, die 8 macht 46, 54 und 6 macht 60 und 67 und 3 sind wir bei der 80. Ja, und jetzt, das ist natürlich die Quersumme 8. Jetzt habe ich das große Problem, dass ich die 8, die 8, die 8, die 8 finden muss. Ah ja, hier habe ich sie. Ui. Ui, ui, ui. Die ist hier die Stärke. Also, das ist meine Stärke hier, ne? I rest my case for the upcoming week. Also Leute, ich glaube, wir haben alle eine gute Skorpionwoche vor uns. Da sage ich doch mal, dass der Skorpion natürlich auch für die primären Geschlechtsorgane steht und für Sexualität. Also viel Spaß euch allen. Ob ihr alleine in der Zurückgezogenheit oder mit anderen, habt Spaß. Und ich sehe euch live am Montag, Dienstag oder Donnerstag, ganz genau, wie es euch gerade passt. Und ich freue mich sehr darauf. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr diesen Kanal einschaltet, wenn ihr weitersagt, was hier passiert und wenn ihr Likes dalasst und ja, teilt, was wir tun. Habt eine tolle Skorpionzeit. Ich denke an euch. Macht's gut.